guter Kameraden. Erstmal herzlichen Dank an den ersten Kreisbeigeordneten Frese für die schnell durchgeführte Wahl. Und wir haben auch ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Der Wehrführerausschuss hatte ja schon den Andreas Figge ernannt. Deshalb freue ich mich, lieber Andreas, dass du auch das Amt angenommen hast. Aber zunächst wollen wir den Uwe Becker aus seinem Amt entlassen. Lieber Uwe, du hast über Jahrzehnte hier an vorderster Front dich für die Feuerwehren in Diemelsee, aber auch für die Bürgerschaft eingesetzt. Du hast sehr viel ehrenamtliche Arbeit hier geleistet. Nicht nur im Bereich Artenschutz warst du unterwegs, sondern bei vielen anderen Dingen auch, gerade noch im Verborgenen, was viele von uns gar nicht so mitbekommen. Deshalb, Uwe, herzlichen Dank im Namen der Gemeindevertretung, Gemeindevorstand und auch mir persönlich. Aber ich spreche hier sicherlich auch im Namen aller Anwesenden. Du hast eine tolle Arbeit geleistet und gemacht. Und wir hoffen, dass du auch weiterhin der Feuerwehr tatkräftig zur Seite stehst und uns auch weiterhin unterstützt. Ich möchte jetzt gerne deine Entlassungsurkunde hier vorlesen. Der Gemeindevorstand der Gemeinde Diemelsee. Entlassungsurkunde. Hiermit entlassen wir auf eigenem Wunsch Herrn Uwe Becker, wohnhaft Diemelsee, Stormbruch auf dem Beruf 4, als zweiten stellvertretenden Gemeindebrandinspektor in Diemelsee aus dem Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter mit Wirkung vom 6. Januar 2023. Für die geleistete Arbeit zum Wohle der Gemeinde sprechen wir Herrn Uwe Becker unseren Dank aus. Dann hat der Reinhold Karl von Köchling und meine Wenigkeit unterschrieben. Nochmals herzlichen Dank an dich, lieber Uwe, für deine jahrzehntelange Treue hier zur Feuerwehr und dir weiterhin alles Gute. An deine liebe Frau Claudia, herzlichen Dank, dass sie dir über die Jahrzehnte den Rücken freigehalten hat. Sie musste doch viel auf dich verzichten, aber es hat zu Hause scheinbar funktioniert. Und deshalb alles Gute und ein herzliches Glück auch für dich. Danke. Wurde eben gewählt und dir, Andreas, auch herzlichen Dank, dass du nach einiger Überlegung auch bereit warst, Ja zu sagen, aber du hast das erst mit der Familie besprochen, auch die Familie, deine Frau muss dahinter stehen und sie hat gesagt, ich unterstütze dich und gebe dir viel Zeit für die Feuerwehr. Deshalb auch ihr herzlichen Dank im Namen aller und dich würde ich jetzt gerne auch zum zweiten stellvertretenden GBI ernennen und die Urkunde werde ich jetzt hier vorlesen. Der Gemeindevorstand der Gemeinde Diemelsee, Ernennungsurkunde, Herr Andreas Figge, wohnhaft Diemelsee, Ortsteil Wirmichhausen, Rickelscheid 2, wird unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter für die Dauer seiner Wahlzeit zum ehrenamtlichen zweiten stellvertretenden Gemeindebrandinspektor in Diemelsee ernannt. Diese Ernennung wird in der Erwartung vollzogen, dass der Ernannte die ihm übertragenen Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr Diemelsee weiterhin gewissenhaft erfüllt. Dann hat mein Stellvertreter und ich unterschrieben. Und nochmals alles Gute und auf gute Zusammenarbeit zum Wohle der ganzen Diemelseer Feuerwehren, aber auch unserer gesamten Bürgerschaft. Herzlichen Dank. Eben schon mitbekommen, die Frau Stange ist jetzt neu gewählt worden als Gemeinde-Kinderfeuerwehrwartin. Herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben und sie macht das so liebevoll. Die Kinder sind so begeistert, die Eltern wissen, dass ihre Kinder gut und behütet bei ihr in guten Händen sind. Sie mit ihrem Team, die machen sehr, sehr viele gute Arbeit und das einfach zu sehen und mitzubekommen, das erfreut einen natürlich und deshalb Ihnen, Ihrem Team weiterhin so positive Akzente, die Sie setzen und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Glück, Gottes Segen und viel Unterstützung auch von der Elternschaft und dass Sie auch sehr, sehr viele Kinder dann auch in die Jugendfeuerwehr und natürlich in die Einsatzabteilung führen können.
herzlichen Dank für Ihr Engagement. Das gilt genauso auch für die Frau Kranke, die hier auch nicht weniger aktiv ist. Ihr seid ein Team, das ist einfach schön zu sehen, wie gut das funktioniert. Ja, die Nennungsurkunde würde ich jetzt gerne mal vorlesen. Der Gemeindevorstand der Gemeinde Diemelsee. Ernennungsurkunde Frau Sabrina Stange, wohnhaft Diemelsee, Flechtdorf, Ahrtalstraße 3, wird für die Dauer ihrer Wahlzeit zur ehrenamtlichen Gemeinde Kinderfeuerwehrwartin der Gemeinde Diemelsee ernannt. Diese Ernennung wird in der Erwartung vollzogen, dass die Ernannte die ihr übertragenen Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr Diemelsee weiterhin gewissenhaft erfüllt. Diemelsee, 6. Januar, dann hat mein Vertreter und ich unterschrieben. Hiermit ernenne ich Sie. Auch weiterhin gut zusammenarbeiten. Auch weiterhin unterstützen steht dem Team auch bei. Herzlichen Dank für die Bereitschaft. Und auch die Urkunde möchte ich hier verlesen. Der Gemeindevorstand der Gemeinde Diemelsee, Ernennungsurkunde, Frau Maria Kranke, wohnhaft Diemelsee, Ortsteil Rienige, Unterdorf 2, wird für die Dauer ihrer Wahlzeit zur ehrenamtlichen ersten stellvertretenden Gemeinde Kinderfeuerwehrwartin der Gemeinde Diemelsee ernannt. Diese Ernennung wird in der Erwartung vollzogen, dass die Ernannte die ihr übertragenen Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr Diemelsee weiterhin gewissenhaft erfüllt. Diemelsee, 6. Januar, dann hat mein Stellvertreter nicht unterschrieben. Hiermit ernenne ich Sie. Herzlichen Dank. Durchhaben in zwei Blöcken nochmal, sei denn, HP Media, hast du eine andere Idee? Nee, gefällt dir auch, hoffe ich. Du hast die Liste schon vor dir. Ja, Feuerwehr macht Schule, das ist eine Initiative der Feuerwehr Diemelsee, der Diemelseer Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr, zusammen mit der Mittelpunktschule Adorf. Was passiert in so einem Projekt? Ja, wir gehen einmal die Woche in die Schule. Ich mache ja gut dienstags nachmittags, ich bin freitags mittags in der Schule. Ich habe einen WPU-Kurs, Maria, die... Bau dich dagegen. Genau, die Grundschüler. Und ja, wir machen Feuerwehr. Das heißt, wie man es bei der Kinder- und Jugendfeuerwehr auch macht, erstmal die Grundlagen der Feuerwehr, warum Feuerwehr, was macht die Feuerwehr oder wie läuft das? Genau, angefangen vom Notruf bis... Ja, wie so ein Einsatz abgearbeitet wird, also von ganz vorne bis ganz hinten. Alles so ist das auch ein Wahlpflichtfach, das heißt, da gibt es auch Noten, ne? Genau, richtig, ja. Und wie ist es denn so, die Schülerinnen und Schüler mit Begeisterung mit oder, naja, so, ich sag mal, naja, anstelle von, früher hat man eben anstelle von Sport und Mathe Religion genommen, weil es ein einfaches Fach war. Wie ist der Eindruck? Ja, so ist es im Prinzip bei mir auch. Meine Alternativkurse waren Kochen und Nähen. Also demnach, ich habe 16 Jungen dabei. Ja, klar, es ist ein Teil schon in der Jugendfeuerwehr. Die sind natürlich motivierter als die anderen, aber es entwickelt sich dann mit dem Laufe des Schuljahres so, dass die weniger Wissen haben, das Ganze eigentlich aufholen wollen. Und sind ich sag mal, in den Feuerwehren ja nicht nur gestandene Kerle, sondern auch Frauen, Mädchen, die ihren Mann stehen. Das muss man ja wirklich sagen. Es gibt ja keinen Unterschied im Einsatz, ob man männlich oder weiblich ist, sondern es geht rein nach Qualifikation und nach Ausbildung, ob man Maschinenführerin ist oder vorne am Strahlrohr steht. Wie bringen Sie das denn die Mädchen rüber? Also bei meiner AG ist leider nur ein Mädchen gerade dabei, aber wir hatten zum Beispiel das Feuerwehrauto mal in der Schule. Da standen ganz viele andere Mädchen, die nicht in der AG sind, schon auf dem Schulhof und haben sich wahnsinnig gefreut und haben sich jetzt schon angemeldet für das zweite Halbjahr, dass sie auf jeden Fall mitmachen wollen. Also auch die kann man damit begeistern auf jeden Fall. Ist ja gerade bei uns auf dem Land wichtig, weil viele Dörfer ja tagsüber quasi mehr oder weniger Schlafdörfer oder ausgestorben sind. Das heißt, je mehr Mädchen und Frauen zu begeistern sind, desto eher ist die Chance, dass man ein Einsatzfahrzeug besetzt kriegt, ne, später. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, wie geht's weiter mit dem Projekt? Das läuft ja noch dieses halbe Schuljahr, ne? Genau, also ich habe noch ein halbes Schuljahr vor mir. Noch Zeugnisse gibt es jetzt Ende Januar und dann geht's ins zweite Halbjahr. Genau, bei mir läuft das Halbjahr jetzt aus, danach können sich die Kinder wieder neu einwählen und ich hoffe, dass sich da auch wieder genug für die AG begeistern, damit wir das fortführen können. Aber es wird wieder angeboten? Es wird auf jeden Fall wieder angeboten, so, ja. Klar. Wie ist denn die Resonanz von den Eltern allgemein? Gut.
Also ich habe tatsächlich leider nicht so viel Kontakt mit den Eltern, weil es ist immer noch ein Schulfach bei. Ja, also jetzt Kontakt generell mit Eltern habe ich auch so nicht. Dadurch, dass wir aber zum Beispiel Streichholzdiplom machen, Pflasterdiplom oder am Ende auch das Brandschutzdiplom überreichen oder auch diese Schulhefte haben, die wir im Laufe des Halbjahres ausfüllen, sehen die Eltern auch zu Hause, was wir so machen mit den Kindern. Prima, vielen Dank. Ja. Gut. Ja, Jahreshauptversammlung der Feuerwehren der Großgemeinde Diemensee. Gemeinde Brandinspektor Karl Wilhelm Römer und ganz neu im Team der Gemeinde Brandinspektoren ist Andreas Figge, heute gewählt. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Gemeinde Brandinspektor ist ja ein bisschen mehr wie eine Feuerwehruniform tragen und beim Einsatz ab und zu mal mit dabei zu sein. Sehr viel Verwaltung, sehr viel Organisation, sehr viel Verantwortung, oder Herr Figge? Ja, wie Sie schon gesagt haben, dieses ganze Einsatzgebiet ist der eine Bereich, wo wir uns drum kümmern, aber um die Einsätze sauber abarbeiten zu können, muss natürlich auch der organisatorische Bereich dahinter stimmen. Und wir sind in Diemensee da zum Glück auf einem guten Stand. Ich trete zwar in große Fußstapfen hier vom Uwe Becker, aber wir sind gut aufgestellt und ich bin mir sicher, dass wir diese Aufgabe gemeinsam gut bewältigen werden. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum neuen Amt und möglichst wenig Einsätze und wenn, gesund zurückkommen. Dankeschön. Karl Wilhelm, ja, wir kennen uns ein paar Jahre, wir bleiben beim Vertrauten. Du? Ja, ja. Bei Mehrfischer auch machen können. Nach den Corona-Jahren wieder eine Jahreshauptversammlung hier in Liebrichhausen mit einem strammen Programm. Die Aufgaben der Feuerwehren haben sich ja grundsätzlich geändert. Das gilt auch gerade für eine Region wie hier unsere, egal ob man nun im Kellerwald ist oder am Diemelsee, für Touristenorganisationen, Regionen. Die klassischen Aufgaben sind geblieben, aber es sind Aufgaben dazugekommen. Ja, für uns sind viele Aufgaben dazugekommen. Ich sag mal, früher war es der Brand, heute ist es technische Hilfeleistung, es sind Umwelteinsätze hinzugekommen, ich sag mal, die ganzen Verkehrsabsicherungen nach den tragischen Ereignissen, unter anderem im Volkmaßen, sind die Absicherung unserer Heimat- und Schützenfeste mit hinzugekommen. Wir haben die Strom- und Gasmangellage, die uns hier immer mal wieder beschäftigt, wo wir im Falle eines Falles die Feuerwehrhäuser besetzen und als Anlaufpunkt für unsere Bevölkerung zur Verfügung stehen. Und dazu kommt hier am Diemensee noch die Wasserrettung, die mit dem Feuerwehrboot sichergestellt wird. Das heißt, das Ausbildungsspektrum hier bei der Feuerwehr Diemensee ist relativ breit. Ja, wir haben ein breites Spektrum abzudecken. Wir haben noch den Diemelsee. Wir haben stationiert am Standort Adorf ein Feuerwehr-Mehrzweckboot, wo wir unter anderem die Wasserrettung für den Diemelsee sicherstellen und in einer gemeinsamen Kooperation mit der DLRG und der Johanniter Unfallhilfe in den Sommermonaten nicht nur die Wasserrettung, sondern auch den First Responder Dienst am Diemelsee absichern. Dazu kommen natürlich hier im Naturpark Diemelsee schöne Wanderstrecken, aber auch einsame Wanderstrecken. Und da passieren eben auch Unfälle und da geht es auch nicht ohne Feuerwehr. Ne? Ja, das ist richtig, da geht es nicht ohne Feuerwehr. Meistens sind Rettungsdiensteinsätze, wenn es schwere Gelände sind, kommt die Feuerwehr zur Unterstützung des Rettungsdienstes, Tragehilfe oder Personensuche hinzu. Wir haben schmale Wege, wir haben kleine Fahrzeuge, wir haben mit unserem Mannschaftstransportwagen Fahrzeuge, wo wir auch schmale Wege mitbefahren können. Und aktuell sind wir in einem Projekt drin mit der Johanniter Unfallhilfe, auch gemeinsam ein Quad, speziell für den Bereich der Wanderwege und dieser Wege Diemelsteig und um den Diemelsee herum dementsprechend sicherzustellen. Ein großes Thema hier in Diemelsee ist die Kinder- und Jugendarbeit. Da sind beide ja doch sehr involviert drin und auch dahinterher, dass dies entsprechend auch gemacht wird. Ich erinnere an das Projekt Feuerwehr macht Schule, eine super Geschichte, um einmal grundsätzlich den Menschen nahezubringen, den Kindern nahezubringen, was macht unsere Feuerwehr und auf der anderen Seite natürlich auch der Versuch, Nachwuchs zu rekrutieren. Ne? Ja, das ist richtig. Ich sag, mein neu gewählter Stellvertreter Andreas Figge stammt aus einer Jugendfeuerwehr. Er ist aktuell auch noch in der Jugendarbeit als Jugendwart am Standort Wilhelmichhausen tätig. Er hat sehr, sehr viel seinerzeit schon in die Jugendarbeit, in die Nachwuchsarbeit gesteckt.
ist auch hier der richtige Mann. Er wird auch in dem Team der Gemeinde Brandinspektoren in seinem Ressort das Bereich Jugendfeuerwehr mitverantworten. Darüber hinaus haben wir vor 2,5, 3 Jahren das Projekt Feuerwehr macht Schule angefangen, wird vom Land Hessen entsprechend finanziell durch Fördermittel unterstützt. Hier machen wir einen Wahlpflichtunterricht am Vormittag und nachmittags eine Kinderbetreuung unter dem Namen Blaulicht AG. Wir haben da ein tolles Team, die Sabrina Stange mit dem Team Kinderfeuerwehr und mein Gemeindejugendfeuerwehrrat Andreas Neumann sind hier die Projektleiter. Ja, die Wermichhäuser Jugendfeuerwehr, die sind ja eigentlich immer vorneweg, wenn es darum geht. Ne? Ist das ein Erfolg der intensiven Jugendarbeit? Ja, ich denke schon, dass es für die Kinder schön ist, wenn sie zum Übungsdienst kommen und es macht ihnen Spaß, dann macht das Wiederkommen auch oder fällt das Wiederkommen auch umso leichter. Wir können in Wirmichhausen zum Glück da ziemlich aus dem Vollen schöpfen. Wir haben immer eine gute, aktive Truppe dabei und in den letzten Jahren konnten wir auch viele von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übernehmen, weil die Jugendfeuerwehr von heute ist die Einsatzabteilung von morgen. Vielen Dank.